kommt. Darby rockt man die Scheibe nicht. Hier ist Adam Brace. Gut, aber. Verliert aber die Scheibe gegen zwei Dresdner. Marius Garten jetzt gegen zwei Verteidiger. Viel Geschwindigkeit wieder. Bujarschinov ist da mit, bekommt die Scheibe vorm Tor. Tor! Und Tor für Dresden! Was für ein Tor von Feodor Bujarschinov! Ja, Marius Garten super in den Lauf gespielt zu Bujarschinov und der lässt sich die Chance nicht nehmen. Und mit der Rückhand ist obere rechte Ohr gezogen und er ist beflügelt durch seine Freundin, ganz klar. Ja, und dann mit gehen die Dresden-Eislöwen hier 1:0 in Führung. Knapp 4 Minuten vor der ersten Sirene. Und es war Strafe angezeigt gegen Heilbronn, die musste somit verfallen. Spielen Macholder sichert hinten an der blauen Linie ab. Scheibe geht zu Macholder. Ja, und der kann schießen von der blauen Linie. Oh! Da ist es 2:0. Powerplay. 3 Sekunden gespielt waren es, glaube ich. Wahnsinn. Und die Dresdner erhöhen auf 2:0. Einfach mal abgezogen. Von Luis müsste es gewesen sein. Scheibe war abgefälscht. Ging dann über die linke Schulter, glaube ich, von Red Jaeger. Genau so ist es. Und damit verkürzen die Falken hier auf 2:1. Ja, war auch ein recht ungünstiger Winkel, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber einfach mal abgezogen. Und somit Anschlusstreffer für Heilbronn. Teemu Rinkinen. War Kallen, Harrison Reed und Tor! Was ein Tor! Satter Schuss von Harrison Reed, der Goldhelmträger der Dresdner Eislöwen, erhöht. Nach Vorlage von Rinkinen und Kallen auf 3:1. Ja, lässt er erstmal den Pfosten schön klingeln und vom Pfosten dann ins Tor. Und ja, damit zweites Powerplay-Tor der Dresdner heute. Und der alte 2-Tore-Abstand ist wieder hergestellt. Bujarschinov schmeißt sich da in die Scheibe. Gegenangriff läuft. Oh. Gut gespielt von Bujarschinov. Tor! Renny Kramer! Etwas glücklich. Da hält er den Schläger noch dazwischen. Und dann geht er durch die Schoner durch von Weidmann und damit das 4:1 für die Eislöwen. Und jetzt zeigen sie wieder ihre alte Spielstärke. Schlag von den Dresdnern hier. Und Sven ist ja generell aus der DL auch bekannt als Tough Guy. Jetzt David Rottmann mit der Möglichkeit. Rinkinen ist mit. Und Bauerntrick, Tor! Riesenaktion von David Rottmann und so schnell konnte Weizmann gar nicht gucken, wie der Puck da im Tor lag. Das war ein Unterzahltor. Der zweite Schutthändler dieses Wochenende. Absolut. Und damit neuer Spielstand jetzt hier in Dresden. 5:1. Carsten Gostek. Jetzt eine Möglichkeit. Und Tor für Heilbronn. Torsch ist die Nummer 19. Ja, Aziz Bazi, der Franzose. Ja, da war Brad Jäger schon unten im Spagat und Bazi musste da bloß hochschießen noch. Ja, und damit verkürzen die Falken hier bei 4 gegen 4 auf 5:2. Genau, 5 Minuten und 7 Sekunden sind noch zu spielen im zweiten Drittel. Im Testspiel in Leipzig da eine Plexiglasscheibe in einem Tor zerschossen. Suez fängt die Scheibe im Drittel ab. Kein Abseits. Garten auf Bujarschinov! Erneut Feodor Bujarschinov! Ja, Wahnsinn! Super, aber super Aktion von Jeff Suez, der die Scheibe im Angriffsdrittel den Heilbronnern wieder abluchst und dann nutzt Feodor Bujarschinov die Chance. Ja, generell die Spielzüge heute von den Eislöwen gefallen mir richtig gut. Ja, da gibt es auch noch Strafe gegen Heilbronn, Matthias Forster. Ja, Matthias Forster ist es. Marius Garten. Gefährlich vor das Tor. Tor! Jeff Suez! Er hat doch mitgegeben. Wenn der Schiedsrichter abwinkt, aber macht er nicht. Nur ein Tor für Dresden.
Torwart noch ein Tor am Abseits gerochen. Aber der Schiedsrichter gibt das Tor. Ja, somit erhöhen die Dresdner Eislöwen früh. Ich mache sie endgültig den Deckel drauf. Ich denke es auch. Also 5 Tore wird Heilbronn nicht mehr aufholen. Das lege ich mich jetzt einfach mal fest. Pass auf Lewis, aber Fehlpass. Krumins holt sich die Scheibe zurück. Schuss vom Brace. Tor! Tor für Heilbronn. Satter Schuss vom Brace und rechts am Marvin Küpper vorbeigeschossen. So ein Anschlusstreffer für Heilbronn. Steht ja. Nur noch 7-4. Und von Adam Brace, der Goldhelmträger, der 28. Saisontreffer. Kallen. Sven wieder vor dem Tor versucht, Weizmann in die Sicht zu nehmen. Kallen jetzt auf Macholder, der hat direkt Tor! Tor! Erneut Petr Macholder von der blauen Linie. Wahnsinn! Was für ein Pass von Marc Kallen. Und dann zieht Petr Macholder einfach mal ab. Und erhöht auf 8-3. Der Robin, dem ist nichts hinzuzufügen. Und wieder schlagen die Dresdner hier in Überzahl zu. Die Heilbronner damit wieder komplett. Ja, Dresdner einfach gut in der Formation gestanden. Dresdner Fans feiern ihre Mannschaft vollkommen zurecht. Ja, endlich mal eine Kulisse, wie sich die Mannschaft auch verdient hat hier. Genau so ist es. Hoffentlich, Robin, werden am Dienstag ähnlich viele Leute den Weg hier in die Eishalle finden. Ja, mitten in der Woche ist zwar immer ein schwieriges Thema, aber ich hoffe es natürlich auch. Ja, Endstand hier in Dresden. 8-3.